Hallöchen euch allen. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute begleitet ihr mich, wie ich denke, durch den Tag. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir heute machen. Wir haben aber einiges zu tun. Ihr könnt vielleicht schon im Hintergrund sehen, ich habe einen ganz kleinen Haul für euch. Wir werden heute einkaufen gehen. Ich denke, den Einkauf selbst werdet ihr nicht sehen, aber wir müssen den Kühlschrank dafür sauber machen, die Vorratskammer. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir haben ganz, ganz wenig Zeug zu Hause. Ganz, ganz wenig für unsere Verhältnisse. Der Kühlschrank ist schon ziemlich leer. Die Gefriertruhe, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich gar nicht. Die Vorratskammer geht noch. Trotzdem, ihr wisst, mögen wir es, wenn alles komplett aufgefüllt ist. Heute ist der 17. Juni und wir sind im Juni noch nicht einkaufen gewesen. Also zumindest keinen großen Einkauf. Wir hatten immer so Einkäufe für 20, 30 Euro, weil wir halt Obst und Gemüse natürlich nachkaufen. Ansonsten nichts weiter. Ich denke allerdings, dass der heutige Einkauf wieder etwas größer ausfallen wird. Und deswegen würde ich euch das gerne dann in so einem gesonderten Video zeigen. Alex und Emma ziehen sich oben gerade um, denn die werden gleich losfahren, um Radieschensamen zu holen. Max ist noch 2,5 Stunden auf einem Geburtstag. Der ist nämlich jetzt schon weg. Manche Leute feiern tatsächlich morgens Geburtstage. Und wir wollen in der Zeit so ein bisschen was schaffen. Alex ist heute Abend auch mit seinen Arbeitskollegen verabredet, mit seinen ehemaligen. Das heißt, er ist heute Abend weg. Bis dahin möchte ich das Haus so einigermaßen auf Vordermann wissen. Ich möchte, dass der Kühlschrank wieder voll ist. Ich möchte euch ein bisschen den Garten zeigen. Wir machen also hier und da so ein bisschen was. Falls ihr also Lust habt, mich heute zu begleiten, dann könnt ihr dieses Video pausieren, euch eure Sachen schnappen und mit anpacken. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß beim Zuschauen. Wir haben übrigens gerade erst gefrühstückt und ihr seht es vielleicht schon, überall sind die Fenster auf, denn es wird gerade gelüftet. Hier und da liegt also ein bisschen was rum. Wir werden zuallererst das Esszimmer sauber machen. Ihr wisst, ich liebe es, damit zu beginnen. Und dann machen wir uns nämlich weiter an die Küche. Und heute beginnen wir nicht mit der Wäsche. Hat einen einfachen Grund. Ich habe diese erst, ich glaube, den Tag zuvor gemacht oder sogar 2 Tage zuvor. Das heißt, die Wäsche war soweit auf dem neuesten Stand und trocknete im Hauswirtschaftsraum. Ich muss gestehen, ich habe noch einige Ladungen Wäsche an dem Tag gestellt. Einfach nur, damit Handtücher durchgewaschen werden und auch die ganze Bettwäsche und so weiter. Also alles, was sozusagen anschließend in den Trockner kommen konnte. Das ist aber nichts, was ihr hier in diesem Video sehen werdet. Ich habe eigentlich mit der Wäsche ein separates Video geplant, aber ihr kennt mich ja. Ich habe angefangen zu filmen und dann mittendrin vergessen, dass ich filmen wollte und so kam es dann. Emma, lass das bitte. Okay. Warte, bis Papa kommt. Und das war echt zu niedlich. Ich muss das euch unbedingt mit drinnen lassen. Emma ist unser absolutes Gartenmädchen. Sie liebt alles, was mit Wasser in Verbindung steht und damit natürlich auch unser Gemüsebeet. Sie gießt es wirklich jeden Tag. Das ist richtig, richtig niedlich mit anzusehen. Und Alex hatte ihr am Morgen schon gesagt, dass sie die Radieschen heute ernten werden. Ihr könnt euch also vorstellen, dass Emma dort schon stand und anfing so ein bisschen an den Radieschen zu zupfen. Deswegen habe ich sie noch ein bisschen zurückgehalten. Ich wusste nämlich nicht, wie leicht sie da rauszuholen sind oder wie weit sie ja schon waren. Und außerdem wollte ich das Ganze, um ehrlich zu sein, auch fürs Video haben. Deswegen sollten die beiden auch erstmal Samen kaufen fahren, damit ich dann anschließend nochmal diesen Clip für euch filmen konnte, den ihr dann anschließend auch nochmal sehen werdet. Ja, deswegen musste Emma, wie gesagt, davon abgehalten werden, dort schon mal vorzuarbeiten. Sie ist eine ganz, ganz fleißige und hätte wahrscheinlich am liebsten direkt den ganzen Gemüsegarten umgegraben. Aber ja, manchmal muss man sie zurückhalten. Sie hat sich aber dann tierisch gefreut. Übrigens werdet ihr sie hier beim Ernten auch sehen. Also nicht von vorne, ihr wisst ja, die Kinder werden nicht gefilmt. Aber zumindest von hinten und was sie so erzählt. Emma ist nämlich eine ganz, ganz witzige. Und das sind so Clips, die ich unbedingt mit drin lassen wollte, weil sie einfach so meinen typischen Alltag wiedergeben. Auch weil unsere Kinder nun mal mit in unserem Alltag sind. Und zwar wirklich von morgens bis abends. Wir haben sie ständig um uns rum. So, die Küche. Ihr könnt schon erkennen, hier und da liegt ein bisschen was rum. Wir müssen so ein bisschen was wegräumen. Das wird in die Geschirrspülmaschine eingeräumt. Die Pfanne muss gewaschen werden. Per Hand natürlich. Und ja, so ein bisschen die Flächen sauber gemacht werden. Und wir kümmern uns heute um diesen Bereich hier. Vielleicht könnt ihr schon erkennen, ich habe für Alex schon die Pfandflaschen fertig gemacht. Hier haben wir einiges an Süßkram. Das werden wir heute in die Vorratskammer packen. Die zeige ich euch gleich auch noch. Und so sieht es bei uns gerade aus und das ist für unsere Verhältnisse wirklich sehr, sehr wenig. Ihr könnt vielleicht schon erkennen, hier das Früchtefach ist komplett leer. Gemüse, da haben wir kaum noch Tomaten und Gurken. Das ist alles komplett leer, kein Joghurt mehr, kaum noch Wurst und Käse. Und auch das Brot und alles ist nicht mehr da. Hier haben wir auch kaum noch bunte Eier und ihr wisst, ich kaufe immer gern gekochte Eier. Und dann werden wir so ein bisschen
durchgehen, was wir hiervon noch benötigen und was nicht. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz, ganz viel an Früchten, was jetzt weg ist, was wieder her muss. Wir haben super viel Eis, also so Eis für Eisbecher oder Eiswaffeln. Dann haben wir hier Fisch, ein bisschen Gemüse. Das müssen wir alles so ein bisschen sortieren. Ihr seht ja schon, das Eis ist hier oben, gehört da eigentlich aber nicht hin. Und da oben sind ja immer so die Brötchen und all das. Also ich muss das so ein bisschen sortieren und uns fehlt auf jeden Fall Pizza, Pommes, Nuggets. Ihr seht schon so das übliche Fastfood-Zeug für die schnellen Tage. Und dann habt ihr hier die Vorratskammer. Und die sieht echt voll aus. Aber wisst ihr, so, es gibt so einige Bereiche, da fehlt es einfach. Zum Beispiel hier. Passierte Tomaten haben wir nicht mehr genug. Backkakao ist komplett aufgebraucht oder fast. Mehl und Zucker müssen wir definitiv nachkaufen. Ich glaube, Mehl noch nicht mal, aber Zucker. Ich muss mal gucken, ob wir es auffüllen können. Wenn nichts da ist, wird es nachgekauft. Dann seht ihr es ja hier. Gestückelte Tomaten, Mais ist kaum noch da. Davon haben wir noch genug. Ich kann das immer rollen, dann sehe ich immer, was fehlt. Und hier und da fehlt halt immer so ein bisschen was. Auch Dosenpfirsiche und ähnliches. Spaghetti. Also so ein bisschen was muss aufgefüllt werden. Und dann haben wir hier ein bisschen was an Süßkram. Hier sind die Kelloggs. Da kaufen wir wahrscheinlich wieder mal die Kissen. Das ist die dritte Schachtel hier vorne. Und die muss wieder aufgefüllt werden. Ansonsten muss ich das Ganze einfach so ein bisschen hübscher sortieren. Und dann sieht es auch nicht mehr ganz so schlimm aus oder so chaotisch. Und da unten, also ihr könnt schon erkennen, Kartoffeln haben wir kaum noch. Es ist auch gerade nicht die Zeit dafür, dass sie bei uns geerntet werden können. Ich zeige euch das. Wir haben ja einen Gemüsegarten und der ist wirklich gerade momentan richtig klasse am Blühen. Emmas Getränke müssen aufgefüllt werden. Wir haben nur noch 3 Milchpackungen. 3 Milchpackungen bedeuten bei uns ungefähr 3 bis 4 Tage. Da muss ich also auch ein bisschen was auffüllen. Und hier übrigens, zu Ostern hatte mein Vater eine gesamte Tüte voller Ü-Eier hier im Garten versteckt. Ein bisschen was davon ist weg. Bei weitem noch nicht alles. Und hiernach richten wir uns dann für die Einkaufsliste. Also was wir alles benötigen. Da müssen wir gleich mal durchgucken. Und ganz so viel Zeug hatte ich an dem Tag nicht in der Küche, was immer ganz klasse ist. Ich hasse es nämlich, mich in der Küche Ewigkeiten aufzuhalten. Ihr wisst, das erzähle ich auch immer wieder. Mir wird schnell langweilig und ich mag es einfach nicht, in einer Aufgabe festzuhängen. Und so geht es mir halt in der Küche. Meistens ist da nämlich so viel zu tun, dass man da gar nicht mehr rauskommt. An dem Tag wollte ich auch noch den Kühlschrank sauber machen. Und die Vorratskammer. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Zeit in der Küche verbringen müssen. Und es ist für mich nicht immer ganz so einfach. Deswegen habe ich mich da umso mehr gefreut, dass das alles schon so einigermaßen fertig war. Ihr seht ja auch hier, die Geschirrspülmaschine war zu dem Zeitpunkt noch nicht komplett eingeräumt mit dem dreckigen Geschirr. Deswegen habe ich das nochmal nachgeholt. Manchmal ist das so, dass die Spülmaschine am Abend noch nicht voll beladen ist. Dann warten wir bis zum Morgen und nach dem Frühstück kann alles eingeräumt werden. Und dann stellen wir eine Ladung mit dem dreckigen Geschirr. An dem Tag hatte ich sogar 3 Ladungen, denn dank unserer ganzen Brotdosen und so weiter hat sich halt einiges angesammelt. Zwischendrin kam auch noch was rein, dann habe ich nochmal mein Mittagessen gemacht. Heißt also, da sind auch nochmal Töpfe angefallen. Insgesamt lief die Maschine also 3-mal an diesem Tag. Und das ist genauso wie mit der Waschmaschine. Nur weil ich es gleich wegräume, heißt es nicht, dass ich es auch gleich anmache. Sprich, ihr habt es ja auch hier gesehen, dass diese Plastiksachen da hinten, die wasche ich ja immer separat in einem Waschgang. Also nicht immer, aber wirklich sehr, sehr häufig. Wenn ich sozusagen anfange, Geschirr zu sammeln, versuche ich auch nur das Geschirr zu waschen. In dem Fall hatte ich sogar so ein bisschen Platz und kein Geschirr mehr. Deswegen habe ich dort nochmal diese Tupperdose reingepackt, in der vorher die Wassermelone drin war. Bei uns gibt es im Sommer immer Wassermelone und deswegen wurde die dann mitgewaschen. Hier benutze ich übrigens Spülmaschinentabs von Everdrop. Ich habe euch den Link in der Infobox verlinkt. Genauso übrigens wie den Klarspüler, der ganz, ganz neu ist. Ich habe auch schon ein Video dazu für euch abgedreht mit den neuen Produkten. Das kommt hoffentlich demnächst. Aber seitdem ich das benutze, habe ich auch das Gefühl, dass mein Geschirr nicht mehr diesen chemischen Beigeschmack hat. Ich kann euch das nicht erklären. Ihr wisst, ich habe mein schwarzes Geschirr damals extra weggeräumt, weil ich absolut nichts daraus essen konnte, weil ich das Gefühl habe, ich habe ständig Seife im Mund. Egal, was ich gemacht habe, wie wenig Pulver ich hinzugegeben habe, ständig hatte ich das Gefühl so von so Seife auf der Zunge. Und deswegen kam das schwarze Geschirr dann weg und das weiße dann wieder raus. Denn das Komische war, das Schwarze ist halt anders beschichtet und ich habe das Gefühl, dass deshalb dann viel mehr Rückstände zurückblieben, also auf dem Geschirr. Und deswegen kam es weg. Ich muss es mir wirklich auf die To-Do-Liste schreiben, dass ich mal das schwarze Geschirr wieder raushole und damit dann so einen Spülgang versuche. Einfach nur, um zu sehen, ob dieser Belag dann wirklich auch davon weg ist. Es wäre nämlich super klasse. Ich vermisse nämlich unser schwarzes Geschirr. Es sieht halt einfach so viel schöner aus.
Dann haben wir natürlich auch die ganzen Flächen gewischt. Und ihr habt vielleicht gesehen, ich habe zwar mein Everdrop Spray, allerdings ist da nicht das Everdrop Mittel drin, sondern das von Frosch. Ich bin mit dem Küchenreiniger nicht ganz so gut zurechtgekommen von Everdrop. Deswegen habe ich da wieder auf mein Froschprodukt zurückgegriffen. Ich finde diese Flaschen von Everdrop selbst aber so genial, dass ich sie einfach nicht weglegen wollte. Deswegen habe ich einfach nur das Reinigungsmittel sozusagen ausgetauscht und bin jetzt super zufrieden mit dem Ergebnis. Manches Mal ist das so, da findet man ein Produkt für sich, was wirklich klasse ist und auch gut für die Umwelt. Aber ein Reinigungsprodukt da aus der ganzen Linie mag man vielleicht nicht ganz so doll. In meinem Fall war es, wie gesagt, der Küchenreiniger, aber ganz ehrlich, ich habe etliche Produkte, die ich absolut liebe und jeden Tag verwende. So, wir sind gerade draußen im Garten. Natürlich kommt jetzt, ausgerechnet jetzt, die Sonne wieder raus. Aber ich denke trotzdem, dass man erkennen kann, dass hier schon einiges rausgekommen ist. Und das, was schon in voller Blüte ist, sind die Radieschen. Ich zeige sie euch mal vom Nahen. Hier, guckt euch das mal an. Und die sind alle schon riesengroß und müssen geerntet werden. Alex hat, wie gesagt, gerade neue Samen gekauft. Das heißt, wir holen jetzt erstmal die Radieschen raus und dann setzen Alex und Emma neue ein. Boah! Wow. Oh, das ist eine kleine. Nächste? Oh, das ist auch noch kleine. Was? Oh, die ist okay. Oh, so eine fette wieder, ne? Das ist ja eine ganz kleine. Nee, warum hast du keine richtigen Schuhe angehabt, mein Schatz? Das sind meine Arbeitsschuhe. So, das ist die Ausbeute. Seht ihr euch mal an, da sind natürlich so ein paar kleine bei, aber manche sind halt riesengroß, wie die hier zum Beispiel. Die müssen wir gleich waschen und dann werde ich sie wieder in so eine Dose packen mit Wasser, damit sie schön lange halten. Und dann ging es natürlich auch wieder zurück in die Küche. Ihr kennt das wahrscheinlich auch, man wechselt immer von einem Raum in den nächsten oder halt in dem Fall auch in den Garten. Die kamen nämlich gerade aus dem Baumarkt zurück und hatten die Samen mit dabei für die Radieschen. Und deswegen haben wir dann nochmal schnell unsere alten Radieschen geerntet, damit sie gleich mit der Arbeit loslegen konnten. Denn Alex musste ja auch irgendwann Max wieder abholen und halt einfach nur Aufgaben von dem heutigen Tag erledigen. Der heutige Tag war nämlich wieder voll gefüllt. Wie so häufig, ich habe das Gefühl, immer wenn ich für euch so Videos mache, sage ich euch ja, aber an dem Tag hatten wir besonders viel zu tun. Dabei ist es tatsächlich so, dass wir jeden Tag eigentlich wirklich ja nicht dasselbe machen, die Aufgaben sind andere, aber von der Intensität oder von der Größe bleibt es trotzdem gleich. Also selbst wenn wir viele kleine Aufgaben haben, sind es dann halt viel, viel mehr am Tag, sodass es am Ende dann wieder große Aufgaben sind, die man erledigt hat. Aber ich will mich nicht beschweren, ich bin sehr, sehr froh, wie das alles bei uns läuft. Ihr habt ja auch gesehen, wir haben diesen Garten, die Kinder können dort drin spielen. Ich kann in der Zeit mich um den Haushalt kümmern, währenddessen sie sich draußen beschäftigen. Es ist halt wirklich ein Luxusproblem, von dem ich hier spreche, wenn ich halt irgendwie mich über die Zeit beschwere, die mir fehlt. Aber ich kann ja theoretisch auch alles einfach stehen und liegen lassen, was ich ja auch ab und an mal wirklich tue und dann einfach nur den Tag komplett draußen mit den Kindern verbringe und die Sonne genieße und einfach auch so ein paar Momente für mich alleine habe. Denn auch das ist etwas Wichtiges, was man nicht vernachlässigen sollte und nicht vergessen sollte. Denn häufig als Mamas, ihr kennt das alle, stellen wir uns an letzter Stelle. Und dann ging es an die Radieschen. Hier seht ihr das. Ich halte sie übrigens immer so ganz komisch, denn die sind natürlich ein bisschen stachelig und meine Finger sind super empfindlich. Ja, auch wieder so ein Luxusproblem, was soll ich euch sagen? Ich habe dann anschließend die Stiele hier von den Radieschen entfernt, noch gar nichts weiter gemacht, also die Erde, die blieb dann da drinnen in der Schale, denn natürlich waschen wir gleich die Radieschen. Ich wollte es nach und nach machen, außerdem liebe ich es, dass ich diese Clips hier für euch veröffentlichen kann. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, das bleibt natürlich auch für mich so eine Art Videoerinnerungsfotoalbum. Man sieht halt immer so den Prozess in unserem Haus, wenn ich so überlege, wie unser Haus früher ausgesehen hat, ganz zu Anfang, als ich mit den Videos angefangen habe, da waren wir ja gerade eingezogen und wie weit wir jetzt sind. Das sind alles so Sachen, die man sehr, sehr schnell vergisst und die man gar nicht so richtig zu schätzen weiß in dem Moment, weil der Tag ja etwas stressiger ist, ne? Und all unsere Tage sind halt etwas stressiger und sind ziemlich schnell vorbei. Und deswegen ist es umso erstaunlicher dann zu sehen,
wie sich das alles entwickelt hat. Und nicht nur in unserem Haus, ich finde auch bei den Kindern selbst, zwischendurch flitzen sie ja doch mal durchs Bild. Und dann zu sehen, wie groß die schon geworden sind oder wie sich die Sprache verändert hat, all das ist einfach tierisch schön. Und das ist halt wirklich der Vorteil von YouTube, dass man immer noch mal so eine kleine Erinnerungsschatzkiste für sich selbst hat. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich liebe diesen einen Clip hier vorne. Ich weiß nicht warum, aber einfach nur diese Radieschen in diesem super braunen, erdigen Wasser zu sehen, macht mich einfach irgendwie total happy. Ich kann euch noch nicht mal sagen, warum. An dem Tag lief halt einfach alles wunderbar. Vielleicht bin ich deshalb so auf Wolke 7. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr wisst ja, es war ein Samstag und zwar gestern. Ich hatte es ja, glaube ich, am Anfang gesagt, welches Datum wir haben. Und der Tag setzt sich sozusagen fort. Dieses Voice-Over hier mache ich gerade am Sonntag aus dem Bett heraus, kurz nach dem Aufstehen, einfach nur, damit das Video schnell fertig für euch wird. Und ich bin weiterhin glücklich. Ich glaube einfach nur, es liegt wirklich daran, dass ich weiß, dass ich bald nicht mehr arbeiten muss, dass ich mich bald erholen kann und einfach mal so ein bisschen auch Zeit für mich habe, weil die Kinder sind ja trotzdem in der Schule und im Kindergarten zumindest noch einige Zeit. Dann sind ja schon wieder Sommerferien und auch Schließtage in der Kita. Aber in der Zeit selbst kann ich mich auch nur um mich selbst kümmern. Natürlich werde ich das nicht ausschließlich tun. Ihr kennt mich jetzt wahrscheinlich schon zu gut und wisst, dass ich dann anfangen werde, Videos für euch zu filmen und meine To-Do-Listen abzuarbeiten. Trotzdem werde ich mir definitiv zu 100% die Zeit nehmen und anfangen, meine Bücher zu lesen. Das ist ja etwas, was ich tierisch vermisst habe. Und ich habe angefangen, die Royal-Reihe zu lesen von, ich glaube, Geneva Lee heißt sie. Ich bin mir gerade im Ehrlichsein gar nicht mehr so sicher. Ich versuche gerade das Buch zu finden, habe es aber nicht griffbereit. Und ich war so enttäuscht, dass ich gar nichts mehr lesen wollte. Ich war wie in so einem richtigen Loch. Und da habe ich gedacht, ich kümmere mich erstmal um alles andere. Und wenn ich dann wieder die Lust habe zum Lesen, werde ich mir definitiv ein anderes Buch schnappen, was mir hoffentlich mehr Freude bereitet als das. Aber hier seht ihr mein Ergebnis. Natürlich habe ich für euch gefilmt, wie ich das Wasser da reinfülle. Hat man nicht gesehen, weil ich nicht auf den Knopf fürs Aufnehmen gedrückt habe. Aber nun ja, ich meine, ich habe da einfach nur kaltes Wasser reingetan und das Ganze dann in den Kühlschrank gesteckt. Und hier seht ihr jetzt, wie ich das Spülbecken sauber mache. Auch wieder etwas, was mich tierisch freut, diesen Clip hier zu sehen. Denn zum einen hat man gesehen, wie dreckig dieses Spülbecken tatsächlich ist. Mit diesem schwarzen Spülbecken habe ich das Gefühl, dass man das nicht ganz so häufig erkennt. Das ist halt der Vorteil. Also sind wir mal ganz, ganz ehrlich, so ein schwarzes Spülbecken ist halt einfach klasse. Man sieht dort nicht alles drauf. Zumindest bei unserem. Ich habe das Gefühl, dass mir das halt wirklich sehr, sehr häufig den Hintern rettet, dass es nicht ganz so schlimm aussieht. Außerdem liebe ich es auch, dass man sehen kann, wie ich dort dieses Reinigungsmittel reinsprühe. Denn das ist etwas schaumiger und spritzt halt richtig raus und ist nicht in diesem feinen Staub, wie ich das ja sonst immer gehandhabt habe. Und deswegen sieht man dann dort wirklich, wo dieses Reinigungsmittel überall hinkommt. Also wirklich, wirklich klasse. Ich hoffe, ihr genießt diesen Clip genauso sehr, wie ich es tue. Und dann war es das auch schon. Ihr wisst ja, das ist der letzte Teil in der Küche. Das Wohnzimmer ist heute in einem schlimmeren Zustand als sonst immer. Liegt daran, dass Max nicht da war und Emma ja beschäftigt werden muss. Dann kann sie nicht so gut alleine draußen spielen und dann beschäftigt sie sich teilweise hier drinnen. Und hier hat sie dann sich so einen Fernseher gebaut. Deswegen sieht das hier so aus. Und ja, ihr seht's. Also wir müssen einiges wegräumen, einiges zurechträumen. Aber ich denke auch, das wird schnell erledigt sein. Und ja, also hier hatte ich ein bisschen mehr zu tun. Habe ich ja auch schon von Anfang an gesagt. Zu diesem Zeitpunkt war auch Max schon wieder zu Hause. Das war nämlich kurz nach 2. Alex hat ihn dann abgeholt gehabt und eine halbe Stunde später, glaube ich, ist er auch schon wieder weggegangen. Und zwar zu seinem Kumpel, der hat ihn gleich abgeholt. Aber in der Zeit hat er wenigstens Emma beschäftigt. Das ist halt wirklich der Vorteil von den ersten Kindern. Ich weiß nicht, ob das bei allen der Fall ist, aber bei uns ist es so. Max ist so wie ein dritter Elternteil für Emma. Er kümmert sich wirklich liebevoll um sie, spielt mit ihr. Versteht mich nicht falsch, die streiten sich echt wie die Hühner. Das ist ganz, ganz schrecklich, aber trotzdem lieben die sich. Also wenn ich dann zum Beispiel anfange zu meckern, weil die sich gerade streiten, dann sind sie beide eher gegen mich, aber halten dann zusammen. Und das ist doch alles, was wir wollen, oder? Dass die Kinder dann wenigstens zusammenhalten. Und einfach nur zu sehen, wie er auch mit ihr spricht, wie er ihr Sachen beibringt, wie er sie beschäftigt, wenn ich ihn darum bitte, ist einfach nur total klasse. Ich persönlich liebe es zu sehen, wie die Verbindung zwischen meinen Kindern ist. So war auch die Verbindung zwischen meinem Bruder und mir.
jetzt, wo wir älter sind, ich habe natürlich Kinder, habe mein eigenes Leben, ne? Mein Bruder hat gerade geheiratet und die haben aber noch keine Kinder. Das ist dann auch nochmal so ein separates Leben, was die beiden führen. Das heißt, man lebt sich so ein bisschen auseinander. Aber als Kinder waren wir wirklich unzertrennlich. Ich werde nie vergessen, wie ich seine ganzen, in Anführungszeichen, Feinde, ihr wisst ja, wie das bei Jungs so war, ne? Heute sind sie Feinde, morgen sind sie beste Freunde. Aber wie ich sie alle immer durch den Hof gejagt habe und verprügelt habe, weil sie gerade ein blödes Wort zu ihm gesagt haben oder ihn geärgert haben und er total traurig und am Weinen war. Ja, am nächsten Tag waren sie dann beste Freunde und trotzdem hatten die Jungs dann Angst vor mir. Das war eine ganz, ganz witzige Zeit. Aber ihr kennt das ja von älteren Geschwistern. Man versucht nun mal, die jüngeren Geschwister zu beschützen wie so eine Löwenmutter. Und das war bei meinem Bruder jetzt nicht anders, als es jetzt bei meinen Kindern der Fall ist. Bloß als Elternteil hält man sich dann gegenüber anderen Kindern natürlich eher zurück. Es ist jetzt nicht so, dass ich loslaufe und die anderen Kinder verprügel. Wobei ich mir das bei manchen Eltern echt wünsche, dass ich dann die Eltern einfach mal greifen könnte und sie einfach mal durchschütteln könnte, damit sie wieder zu Besinnung kommen und ihre Kinder anfangen zu erziehen. Ja, egal, ist ein anderes Thema. So, hier haben wir ein Püppchen von Emma. Und ihr seht ja schon, wie viel Spang ich ihr dort aus ihren Haaren ziehe. Emma und ihre Spang. Das ist echt so eine ganz, ganz schlimme Verbindung. Sie holt sie super häufig raus und entweder hat Emma dann die ganzen Spangen im Haar, weil sie dann da so rumsitzt und sich dann alle so ins Haar setzt oder halt auch an irgendwelchen Puppen, wie dort gerade der Fall, an Kuscheltiere, an die ganzen Kissen, die ihr dort seht, an die Decke, überall ist halt irgendwas. Also nicht die Decke oben, sondern eine Decke zum Zudecken. Wir haben überall Spangen. Und ich zeige euch gleich nochmal vom Nahen, wie viel Spang allein aus dieser einen Puppe rausgekommen sind. Und es ist nicht wenig, lasst mich das sagen. Hier mache ich die Spangen übrigens nochmal zu, damit sie nicht alle irgendwie ja, spitz raushängen und sie sich dann verletzt, wenn sie sie beim nächsten Mal rausholt. So viel kam allein aus der einen Puppe raus. Ich glaube, das waren 30 Klammern. Dann spielt Emma ja momentan super gern mit diesen Küchenrollen. Also lasst mich euch eins sagen, habt ihr Kinder, braucht ihr eigentlich kein Spielzeug. Ihr braucht wirklich nur... ja, Haushaltsgegenstände, wie zum Beispiel Küchenrollen. Emma lässt diese Teile inzwischen seit einer Woche oder seit zwei nicht mehr los. Sie spielt täglich damit und seitdem flattern diese Küchenrollen überall rum. Ich will sie aber auch nicht wegschmeißen, weil ich halt merke, wie sie mit denen spielt. Und dann wäre es für mich einfach ja, schmerzhaft mit anzusehen, wie sie das nicht mehr tut, nur damit es bei uns sauber ist. Deswegen, ja, lasse ich es gerade durchgehen, soll sie so lange spielen, wie sie es möchte und irgendwann hat sie auch keine Lust mehr drauf, dann kommen die Teile weg. Außerdem hat sie sie anschließend an dem Tag abends auch wieder selbst weggeräumt, weil sie sie natürlich wieder rausgeholt hat. Hier machen wir uns jetzt an den Kühlschrank und das ist übrigens ein Bild, was Max gemalt hat in der Schule. Ich habe euch das schon mal in einem Video gezeigt, aber ich glaube, das Video habe ich noch nicht veröffentlicht, das kommt noch. Ja, hier seht ihr meinen Kühlschrank. Ich habe euch den ja schon im Vorfeld gezeigt, deswegen zeige ich ihn euch jetzt nicht nochmal im Detail. Ich habe jetzt einfach nur alles aus dem Kühlschrank rausgeholt, auf der Insel verteilt. Es war ja Gott sei Dank nicht allzu voll. Ich liebe es, wenn der Kühlschrank so leer ist, denn dann, ihr seht ja schon hier die ganzen Krümel, kann ich mich endlich daran machen, den Kühlschrank auch sauber zu machen. Und das macht halt keinen Sinn, wenn der Kühlschrank komplett voller Lebensmittel ist und ich dann alles nochmal sozusagen aus diesem Prozess der Kühlung rausnehme. Deswegen mache ich den Kühlschrank nur dann sauber, wenn wirklich wenig Produkte da drin sind, damit das nicht passiert. Und fürs Saubermachen benutze ich ja die üblichen Mittel. Also mein Frosch Multiflächenspray, einen nassen Lappen. Und hier benutze ich mein Fensterreinigungstuch. Das kann man wirklich für alles benutzen. Ihr könnt es nass machen und damit die gesamten Flächen wischen. Das klappt wunderbar. Oder es trocken benutzen, so wie ich hier, für irgendwelche Glasflächen. Oder halt auch, wie gesagt, Fenster. Und damit macht er halt alles streifenfrei sauber. Und das war mir in dem Kühlschrank hier natürlich auch super wichtig. Deswegen habe ich das hier zur Hilfe genommen und muss sagen, ich war von dem Ergebnis begeistert. Das war das erste Mal, dass ich das für den Kühlschrank ausprobiert habe und fand es wirklich klasse. Ja, hier seht ihr mich nochmal alle Flächen sauber machen. Das kann man immer so schlecht filmen, finde ich, weil der Kühlschrank halt doch sehr schmal ist und ich ja nun mal davor stehen muss, wenn ich ihn sauber machen möchte. Natürlich darf man auch die hinteren Flächen nicht vergessen und auch die Seitenflächen, die habe ich auch nochmal gewischt. Und dann habe ich alles wieder eingeräumt und nach dem Einkauf wird es da drin auch voller aussehen, das kann ich euch versprechen. Und dann habe ich mich hier an das Obst- und Gemüsefach gemacht, habe erstmal alles rausgeholt. Ihr wisst ja, ich habe dort ganz viele Behälter, da kann ich dann nämlich besser einteilen, wo was drin ist
und das verschiedene Gemüse, ja, ist dann nicht zusammen in einem Behälter und dann werden die anderen Gemüsesorten sozusagen nicht schlecht. Ihr wisst ja, manche Gemüsesorten vertragen sich nicht miteinander, wenn man sie nah beieinander lagert. Da ich mir nie merken kann, welche Sorten das sind, versuche ich das so einigermaßen abzutrennen mit diesen Behältern, weil ich das Gefühl habe, dass es dann ja nicht ganz so schlimm ist. Und normalerweise nehme ich diese Fächer hier raus und wasche sie im Spülbecken. Habe ich diesmal nicht getan, einfach nur, damit es schneller geht. Ich muss sagen, den Unterschied habe ich jetzt nicht so wirklich gespürt. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass es super sauber war. Ich habe es ja trotzdem mit dem Multiflächenspray sauber gemacht. Es ist also nicht so, dass ich da einfach nur lang gewischt habe, in der Hoffnung, dass alles weg ist. Nein, da wurde natürlich ein Produkt mitverwendet, damit sich die ganzen Bakterien dort lösen können. Und ihr seht ja hier, wie ich vorgehe, genauso wie bei den Glasflächen im Kühlschrank. Daran ändere ich nichts, also an der Methode selbst. Und auch unter den Teilen darf man die Fläche nicht vergessen, denn dort sammelt sich seltsamerweise auch einiges an, obwohl ich da ja nichts habe. Aber ja, was soll ich sagen? Überall hat man halt Dreck. Und dann seht ihr es hier, ich packe in diese Behälter nochmal Zewa-Tücher rein und dann kommen die Gemüsesorten da rein und anschließend kommen sie wieder ins Fach. Und das ist halt wirklich klasse, wenn ihr so eine Behälter haben wollt. Bei Action gibt es die super günstig und die sind klasse und man kann sie gut kombinieren. Hier verwende ich übrigens Salz in einer kleinen Schüssel oder hier in einem kleinen Glasbehälter und lege sie mit ins Gemüsefach. Damit soll dann alles viel frischer bleiben und knackiger. So, wir sind hier gerade im Flur und bevor ich hier anfange sauber zu machen, will ich euch jetzt mal den Einkauf zeigen von Action. Und der ist nicht ganz so groß ausgefallen, deswegen zeige ich ihn euch hier. Wir haben einmal hier so ein Flugzeug für Kinder, ich glaube für 1,99 €. Max war auf einem Geburtstag, nicht heute, sondern vor einer Woche oder so. Und der Junge hat ihm das hier zum Abschied geschenkt, das waren so diese Gastgeschenke. Und der hier ist wirklich klasse, der ist hier durch den ganzen Garten geflogen. Emma wollte auch unbedingt einen haben, deswegen hat sie natürlich auch einen bekommen. Für Max zum Trainieren, das hier ist so eine Art Leiter, die man sich hinlegen kann. Die ist 4 Meter lang und dann kann man da so drüber springen. Das ist so ein Ausdauerding oder ein Koordinationsding, keine Ahnung. Habe ich beim Fußball gesehen und habe gedacht, dann nehme ich ihm das mit, damit er zu Hause in den Sommerferien trainieren kann. Denn man muss die ja irgendwie 6 Wochen lang beschäftigen. Damit einhergehend gab es diese Hütchen hier mit. Das Tolle ist, wie ich finde, die haben dieses Stapelding. Das heißt also, wenn ich die dann später alle einsammeln oder wenn Max die später alle einsammelt, kann er die dann hier einfach draufpacken, in die Hand nehmen und in die Garage packen, aufs Regal. Und dann sind die sehr schnell verstaut. Hier sind, ich weiß gar nicht, wie viel hier drin sind, 40 Stück, also 40 von diesen Hütchen. Und die kann man halt draußen hinstellen, dann kannst du von einer Ecke zur nächsten laufen und du kannst sie dir so ausrichten, wie du es gerne hättest. Das heißt, du kannst sie etwas enger haben, etwas breiter auseinander und so weiter. Die hier kam mit. Dann haben wir uns einen kleinen Swimmingpool hier gekauft. Den zeige ich euch auch gleich. Und dazu gab es dann dieses schwimmende Chemikalien-Ding. Hier kommt Chlor rein und zwar so eine Chlortabletten und damit hält das Wasser wohl sauber. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht, ob wir das überhaupt benötigen, denn wir haben eine Pumpe gekauft mit dem Swimmingpool. Das heißt, eigentlich bin ich der Meinung, brauchen wir sie nicht. Ich war mir aber nicht sicher und Alex meinte, kauf sie. Ich wusste aber nicht, was hier reinkommt. Also hier sind zwar Tabletten aufgemalt, aber Leute, Action hatte Tabletten mit pH-, pH+, und irgendwelche Tabletten, dann irgendwelche Streusalz, irgendwas. Es war so viel, dass ich da nicht durchgeblickt habe. Und deswegen habe ich es sein gelassen. Ich wusste, Alex muss trotzdem nochmal dahin, denn ich zeige euch gleich nochmal was, was ich falsch gekauft habe. Und ich habe schon von Anfang an gedacht, das ist bestimmt falsch und habe es trotzdem mitgenommen. Für den Fall, dass es richtig ist, hätte ich da nämlich nicht nochmal hingewusst. Dann gab es so eine kleine Pumpe. Die habe ich hauptsächlich gekauft, damit wir kleine Gegenstände aufpumpen können. Und zwar in einer schnellen Zeit. Manchmal ist es so, dann haben die Kinder hier irgendwelches Spielzeug, was aufgeblasen werden muss. Aber es ist halt zu viel, um das mit dem Mund zu machen. Das ist halt einfach viel zu anstrengend und dann kriegt man hier richtig Schmerzen. Deswegen habe ich das hier mitgeholt. Dann, das habe ich euch beim letzten Mal schon erzählt, so eine PC-Matte. Und das ist eine in groß und in schwarz. Alex hat die inzwischen zu Hause. Und er ist ja so begeistert von der gewesen, dass er mich gebeten hat, sie nochmal zu holen und zwar für die Arbeit. Das heißt, das hier nimmt er gleich in der nächsten Woche mit zur Arbeit, damit er sie dort aufstellen kann. Dann habe ich wieder Geburtstagskarten geholt. Ihr merkt ja auch jetzt schon wieder, es ist gerade wieder so diese ganze Geburtstagszeit. Das heißt, wir brauchen wieder Glückwunschkarten. Und Action ist da definitiv die beste Anlaufstelle. Das sind welche mit Puzzeln, fand ich voll gut, mit Pepper Woods. Das sind wieder welche, die so Glitzerdinger drin haben, so eine Pailletten. Hier auch wieder dasselbe. Hier ist dieser Ballon, der da so Pailletten drin hat.
Dann haben wir ein Einhorn. Hier ist was von Paw Patrol mit Puzzle. Hier habe ich zwei Karten gekauft, die sind gleich. Die sind ziemlich neutral gehalten. Das heißt, wir können sie unseren Eltern schenken, meinem Bruder, seiner Frau und so weiter. Sowas kommt immer ganz gut. Oder auch für die Arbeitskollegen. Manchmal braucht man schnell eine Karte. Und anstatt, dass man dann für eine hübsche Karte bei Rossmann irgendwie 2,50 Euro oder so bezahlt, gibt es die hier für unter einem Euro bei Action. Teilweise sogar unter 50 Cent. Hier kommt es drauf an, was für eine ihr holt. Und das ist jetzt das, was ich wohl falsch geholt habe. Uns ist nämlich ein Kabel durchgebrannt. Und zwar für unser Handy. Und wir haben eins im Original, ist ja klar, beim Kauf gab es das dazu. Und Apple-Produkte sind nicht meine Favoriten, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf. Ich weiß, das klingt schlimm. Ich habe auch nur Apple-Produkte zu Hause, weil mein Laptop, den mag ich. Und der ist nun mal nur kompatibel mit dem iPhone. Und das iPhone finde ich als Handy ganz, ganz schrecklich. Ich hatte damals ein Huawei und im Vergleich zu meinem jetzigen iPhone, was 6 Jahre jünger ist, also sprich ist es viel neuer und trotzdem würde ich jederzeit auf das ganz, ganz alte Huawei-Handy zurückgreifen, weil selbst da die Bildqualität viel, viel besser war. Es ist echt katastrophal, was Apple uns eigentlich unterjubelt und wir kaufen es trotzdem. Ich ja auch, was soll ich sagen. Das Kabel ist mir durchgebrannt, deswegen habe ich das hier geholt. Ist wohl nicht ganz richtig. Dazu habe ich so einen Adapter hier geholt, damit man es in die Steckdose packen kann. Aber war wohl auch nicht ganz richtig, weil es hat 5 Watt und wir brauchen wohl irgendwie 20 oder 30 oder so. Fragt mich nicht. Alex ist der Elektriker. Ich dachte mir halt, es gibt keinen Unterschied, aber es gibt anscheinend einen. Und dann habe ich auch noch 2 Ports geholt fürs Auto. Die haben nämlich 2 verschiedene Adapterteile hier drin. Ich glaube, auch da hat Alex gesagt, das ist nicht so optimal. Also kommt wieder einiges zurück zu Action oder wird halt ausgetauscht. Und ja, das war mein kleiner Einkauf. Natürlich gab es auch noch Süßkram mit, aber den haben die Kinder schon rausgeholt und ich konnte sie einfach nicht stoppen. Im Flur sieht die Ausgangssituation auch nicht gerade so viel besser aus. Ihr seht schon, hier liegt einiges rum. Da sind Sachen, die hoch müssen oder zu Alex ins Auto, weil sie morgen zu seiner Mutter kommen. Hier ist einiges, was weggepackt werden muss. Ihr seht es ja schon. Und hier haben wir einige Neuanschaffungen. Die sind alle von Amazon. Hier haben wir so einen Swimmingpool. Der ist jetzt zwar auf dem Kopf gestellt, aber ihr habt so eine Ahnung, wie es aussehen könnte. Und dieser hier ist 3 Meter lang, 2 Meter breit und 75 Zentimeter hoch. Dafür haben wir auch so eine Abdeckung hier geholt. Denn ich habe euch ja erzählt, also bei uns ist es echt schlimm mit dem Staub und mit dem ganzen Zeug. Ehrlich, also ganz, ganz schrecklich. Auch meine ganzen Fenster sind wieder total braun. Eine von euch hat mir den Tipp gegeben, das Ganze einfach mal so ein bisschen mit so einem Staubwedel sauber zu machen. Aber dafür ist es einfach zu fest. Das kriegt man also nicht hin. Und hier haben wir die Pumpe, die dazugehört. Also das werden wir definitiv aufstellen. Ich weiß noch nicht, ob heute oder morgen oder wann auch immer. Aber das wird aufgestellt, bevor so die nächsten guten Sonnenstrahlen rauskommen. Denn heute ist das Wetter nicht ganz so toll. Und noch etwas, was wir geholt haben, beziehungsweise Alex, das ist so ein Lasergerät. Wir wollen ja die Terrasse ausbauen. Und mein Vater hat eigentlich eins, das wir uns immer holen. Das ist auch von einer richtig guten Firma, also das von meinem Vater. Und Alex hat sich jetzt halt einfach etwas in günstiger geholt. Einfach nur, damit wir nicht jedes Mal drauf zurückgreifen müssen. Denn mein Vater ist ja selbstständig, wie ich euch erzählt habe. Und er braucht ein paar Sachen halt selber. Er hat zwar kein Problem, die vorbeizubringen, aber wir sind dann immer darauf angewiesen, dass das mit dem Termin übereinstimmt. Und ja, wir legen einfach mal los. Der Flur ist so unsere private Ablagefläche. Das ist halt der erste Ort, den man betritt, wenn man ins Haus kommt. Und dann verführt es halt so dazu, irgendetwas abzulegen. Seien es die Schlüssel, sei es der Rucksack, der dann nicht ins Fach gelegt wird, sondern natürlich auf irgendeine Fläche, gut sichtbar. Meistens hat Max das im Griff, aber wenn ich natürlich dort Sachen nicht direkt wegräume, sondern sie ihm die Sicht versperren oder beziehungsweise den Zugang zu seinem Regal, dann kann ich es natürlich vergessen, dass er das da irgendwie wegräumt. Und ihr habt es ja auch gerade gesehen, mein Körbchen kam da auch nicht weg oder war ja auch nicht in seinem Schränkchen, sodass ich Max da ja keinen Vorwurf draus machen kann. Hier räume ich übrigens einige Sachen raus. Das sind so Sachen, die ich auf der Arbeit hatte. Ich räume jetzt langsam meinen ganzen Arbeitsplatz leer und nehme einige Teile immer mit nach Hause. Das ist ein Bereich, den ich eigentlich sauber machen wollte. Ich wusste aber, dass ich einiges an dem Tag vorhatte und ich habe dann die Aufgabe sozusagen nach hinten geschoben. Hätte ich jetzt noch Zeit gehabt an dem Tag, hätte ich die Aufgabe definitiv wahrgenommen und hätte diese ganzen Tüten ebenfalls ausgeräumt. Ich hatte allerdings keine Zeit mehr zum Abend hin und auch keine Lust mehr, um ehrlich zu sein. Ich musste ja irgendwann anfangen, das Video hier für euch zu schneiden. Deswegen habe ich es sein gelassen und diese Aufgabe erledige ich einfach an einem anderen Tag. Vielleicht sogar heute, ich weiß nicht, ich muss da nochmal schauen. So eine Kleinigkeit beschäftigt mich jetzt nicht den ganzen Tag. Deswegen finde ich das nicht schlimm, sowas zu verschieben.
Hier seht ihr es übrigens, ich packe alle Läufer weg, damit ich dann anschließend den Staub- und Wischroboter anmachen kann. Aber das werdet ihr natürlich auch nochmal sehen. Hier habt ihr übrigens einen kleinen Einblick in unseren Einkauf, zumindest den ersten Teil des Einkaufs. Denn an diesem Samstag waren wir nur bei Lidl, es wird aber am Montag weitergehen, denn einige Sachen fehlen uns halt einfach noch und die wollen wir nachkaufen. Diesen Teil habe ich für euch gefilmt, keine Sorge, ihr werdet den nochmal separat sehen. Und hier packe ich das Fleisch weg und dafür nehme ich die einzelnen Hähnchenbrustfilets und packe sie in so einen Gefrierbeutel. Ich nehme immer zwei in einem Beutel. So habe ich nämlich das Fleisch schon für die Gerichte sozusagen bereitgestellt und muss nicht alles auftauen, sondern halt wirklich nur diese zwei Stückchen. Ich habe hier übrigens meinen Essensplan nicht veröffentlicht. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, habe ich es einfach vergessen. Dabei wollte ich das eigentlich in diesem Video machen, aber ich schätze, dann mache ich das einfach in meinem Einkaufsvideo selbst, dass ich euch dann vielleicht sogar auch die Gerichte fotografiere. Falls ich es nicht vergesse, ich muss morgen unbedingt dran denken, immer Fotos zu machen. Und beim Verstauen selbst habe ich immer schon im Kühlschrank und auch im Gefrierfach angefangen aufzuräumen, damit das Ganze dann so ein bisschen ordentlicher aussieht. Natürlich darf man nicht vergessen, die Flächen wieder sauber zu machen, denn dort sammelt sich natürlich einiges an. Es kam ja gerade alles aus den Läden und ja, in dem Fall Lidl. Aber ja, dort ist halt trotzdem alles dreckig. Und dann habe ich mich an die andere Fläche gemacht, habe gleich das Gemüse weggelegt, was in den Kühlschrank kommt. Übrigens, diese Paprika hat super, super stark gemüffelt. Denn eine von denen, oder ich glaube sogar zwei, bei denen hat dieser Stängel angefangen zu schimmeln. Und dann habe ich den einfach nur abgeschnitten, aber das hat so eklig gemüffelt, der Stängel selbst, der dann wegkam. Oh, das war schon echt pervers, wirklich. Und dann wurde mir langweilig. Das ist das, von dem ich ja schon erzählt habe. Ich langweile mich sehr, sehr schnell bei meinen Aufgaben. Oder wenn ich dann so überfordert bin und nicht mehr weiter weiß, mit was ich als nächstes weitermachen soll, dann mache ich mich einfach an irgendeine Aufgabe, von der ich weiß, wie ich da vorgehe. Das war hier halt auch der Fall. Ihr seht ja, ich habe noch ein bisschen was vom Einkauf und ich wusste nicht so genau, was davon ich noch für euch filmen möchte. Also welchen Bereich, sprich, ob ich euch nur noch die Vorratskammer zeige oder auch noch die anderen Schränke, wo ich was verstaue. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, was ich mache. Aber vorher habe ich nochmal schön die Spülmaschine eingeräumt. Ihr wisst ja, wir hatten genug an diesem Tag. Ich glaube, das hier ist jetzt die zweite Ladung. Und nach dem Abendbrot habe ich dann die dritte Ladung gestellt, denn ich habe auch arme Ritter gemacht und für die Kinder nochmal was Separates. Und da hat sich dann wieder einiges angesammelt, sodass es dann die dritte Maschine an diesem einen Tag war. Ich weiß sehr, sehr viel und es ist halt echt, wie gesagt, wie mit der Wäsche. Wir haben immer super viel Zeug, was gewaschen werden muss oder was sauber gemacht werden muss. Und die Spülmaschine läuft wirklich jeden einzelnen Tag bei uns. Sie hat keine Pause. Bei der Waschmaschine ist es ja ein bisschen anders. Die Waschmaschine, bei der muss ich ja warten, bis dann die Wäsche trocken ist, bis ich dann die nächste machen kann, sodass sie manchmal zwei Tage Pause hat. Die Spülmaschine leider nicht. Sie muss jeden Tag ran und jeden Tag helfen. So ist es nun mal. Ich muss nur dran denken, sie wieder sauber zu machen. Das habe ich jetzt nämlich schon länger nicht mehr gemacht, wie mir gerade einfällt. Hier seht ihr etwas, was ihr sonst nicht ganz so häufig seht. In diesen Schrank packe ich nämlich die Zewa-Tücher und auch unsere Taschentücher. Das sind so Sachen, die zeige ich euch nicht, weil ich immer das Gefühl habe, das ist langweilig. Bitte lasst mich wissen, falls es das ist, dann kann ich das beim nächsten Mal auch wieder rauslassen. Aber ich dachte, ich zeige euch das in dem Fall, weil ich das halt nicht ganz so häufig zeige. Es ist also was Neues, vielleicht also interessant für den einen oder anderen. Ich weiß immer nicht, wie ich vorgehen soll, deswegen ja, entscheidet dann immer so mein Bauchgefühl. Und dann ging es an die Vorratskammer. Lasst mich euch sagen, ihr seht nur einen kleinen Ausschnitt. Für mich war dieser Ausschnitt viel, viel größer und viel, viel länger. Ich darf für euch natürlich richtig viel schneiden. Und im echten Leben ist es halt nicht so. Da muss ich überlegen, was ich als nächstes mache, wie ich am besten diesen Winkel treffe, damit ihr das auch seht. Denn normalerweise packe ich nicht alles in der Vorratskammer weg. Also ich hole die einzelnen Dosen raus, mache das Ganze auf dem Tisch oder drehe mich halt aber auch so um, dass ihr nichts gesehen hättet in der Kamera. Deswegen habe ich versucht, hier so ein bisschen mehr darauf zu achten. Und man merkt ja schon, was ich hier drin mache. Ich packe die Nudeln nochmal rein und fülle diese Behälter auf. Die Spaghettis, Reis hatte ich in dem Fall auch, Couscous und so weiter. Also ich versuche, meine Behälter wieder schön voll zu machen.
Ich muss echt sagen, ich liebe es. Wirklich, ich weiß, es macht Arbeit und ein anderer würde jetzt vielleicht sagen, es ist total unnötig, man kann das Ganze auch ohne haben. Und ihr habt recht, also man braucht die ganzen Behälter nicht, man muss auch nicht das Geld dafür ausgeben. Mich persönlich freut dieser Zustand aber einfach, ich weiß nicht warum, ich liebe es einfach, wenn alles organisiert ist, schön aussieht. Es macht mich einfach glücklich. Und dann bin ich auch bereit, mal wirklich 15, 20 Minuten mehr zu investieren. Andere würden vielleicht eher andere Aufgaben bevorzugen. Das bleibt ja jedem Einzelnen selbst überlassen. Da sind wir ja Gott sei Dank Individuen, die das so handhaben können, wie sie es möchten in ihrem eigenen Haushalt. Ich liebe meine Vorratskammer aber und vor allen Dingen liebe ich es, wenn sie so sauber ist, dass die Kinder sich einfach alles rausgreifen können, weil sie alles auf einen Blick haben. Deswegen mache ich das halt auch so super gerne, weil ich weiß, dass meine Kinder dann ja so einen einfacheren Ablauf haben für sich selbst. Und wir brauchen so halt natürlich auch viel mehr Lebensmittel auf, denn die Kinder sehen dann auf einen Blick, was steht da, ah, das, okay. Heute hat Alex dann übrigens irgendwas gesucht in der Vorratskammer und meinte, oh, wir haben ja noch das. Also nicht nur für die Kinder, sondern auch für uns ist es gar nicht verkehrt, ab und an dort sauber zu machen. Übrigens, falls es euch auch so geht, dass ihr eine hübsche Vorratskammer haben möchtet, ihr habt aber vielleicht kein Geld für so viele Behälter, ist das auch kein Problem. Es gibt so super viele Alternativen, wie man sich die Vorratskammer hübsch machen kann oder auch einen Schrank in der Küche, wenn man keine Vorratskammer hat. Das ist ja jetzt nun wirklich ein sehr starker Luxus hier. Man kann Alternativen verwenden, zum Beispiel Behälter, wo vorher Kaffee drin war. Da macht man dann einfach das Etikett ab und befüllt das Ganze mit zum Beispiel Reis oder Nudeln und schon sieht es auch total schick aus. Auch die Behälter hier für die Dosen braucht man nicht unbedingt. Man kann dafür einfach die Dosen stapeln. Man muss also nicht unbedingt viel Geld ausgeben, damit es hübsch aussieht. Ich persönlich habe das Geld investiert, weil ich eine bestimmte Richtung hatte. Also ich wusste ganz genau, wie die Vorratskammer aussehen soll. Und wir sind noch nicht an diesem Punkt angelangt, wo ich sage, die ist 1:1 genau so, wie ich es gerne hätte. Aber wir kommen meinem Ziel schon ziemlich nah. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich das Geld nicht, dann würde ich mir definitiv anders zu helfen wissen. Man muss es nicht unbedingt auf diese Art und Weise machen, damit es schön ist. Glaub mir, man kann auch mit ganz, ganz wenig Geld vorankommen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendjemanden finde im Freundeskreis oder so, der das gerne machen möchte. Dann könnte ich das Video für euch filmen, wie man kein Geld für sowas ausgeben muss. Das hier ist übrigens die letzte Sache für den heutigen Tag. Ihr seht mich nicht ganz so häufig diesen Staubsauger und Wischroboter benutzen von Yeti. Ich benutze ihn aber tatsächlich immer, immer häufiger. Das ist halt echt total praktisch. Er geht übrigens gerade schon an. Wir werden aber vorher noch das Wasser auffüllen. Wobei, ich glaube, es ist noch ausreichend da. Könnt ihr vielleicht sehen. Hier ist das schmutzige Wasser vom Vortag, beziehungsweise von vor 2-3 Tagen. Oh ja, den machen wir jetzt an und dann kann er seine Arbeit erledigen, solange wie wir dann gleich Max abholen und uns einfach nur ausruhen. Ich habe nirgends gesaugt, bis auf meine Teppiche, denn ihr wisst ja, dort kommt er nicht dran. Und so kann er jetzt die ganzen Böden hier sauber machen. Er füllt da gerade übrigens das Wasser rein. Er nimmt das saubere Wasser und führt es in seinen Behälter hier vorne. Und wenn er das getan hat, dann fährt er los. Solange das Essen kocht und brät, zeige ich euch mal schnell das Ergebnis. Hier im Wohnzimmer ist alles wieder sauber. Der Staubsaugroboter und Wischroboter ist hier allerdings noch nicht durchgekommen. Und auch hier im Wohnzimmer ist wieder alles sauber. Ihr seht es ja, wir haben alles super, super schnell weggeräumt. Dieses hier kann ich noch nicht wegräumen, weil Emma noch definitiv damit spielen wird. Und deswegen will ich das noch nicht hier weghaben. Aber ja, ansonsten ist alles sauber. Die Küche ist nun sauber, wie ihr sehen könnt. Hier ist alles sauber, auch wenn es nicht so aussieht, aber hier sind die ganzen Früchte und die Sesamringe. Und ja, ansonsten die ganzen Flächen wurden gewischt. Ach, das Geschirr ist jetzt endlich weg. Und hier ist auch alles sauber, wie ihr sehen könnt. Und auch die Vorratskammer ist nun sauber. Und ich meine, guckt euch das mal an. Ich weiß, es sieht noch super viel aus, aber glaubt mir, es geht. Es ist jetzt nicht ganz so übertrieben. Aber ich bin froh, dass wir wieder auf einem guten Stand sind. Und auch der Kühlschrank ist zum Wochenende hin gefüllt. Oh, ich liebe es einfach, wenn man viel Auswahl hat. Ihr seht, wir haben hier wieder einiges drin. Hier sind die Brötchen, die Brezeln und so weiter. Hier ist das ganze Fast Food. Hier ist das Fleisch und Fisch. Und Alex hat schon wieder diese Packung falsch hingelegt. Oh Leute, ich krieg die Krise. Eis und Früchte. Da ist das Gemüse. Da ist das Eis.
Und in diesem Seitenfach sind verschiedene eingefrorene Dinge. Hier haben wir rote Beete, Granatapfel, Früchte, Spinat. Und auch hier ist wieder alles sauber. Hier haben wir den ganzen Sirup, Ketchup, Mayo, Milch und sowas alles. Hier sind so ein paar Sachen. Hier sind die ganzen Eier, die in zweiter Reihe dort aufgeführt sind. Da verändert sich selten mal was. Hier haben wir das Brot. Da hinten ist immer das geschlossene Brot. Und hier vorne haben wir dann immer das, was wir zuallererst aufbrauchen. Hier sind die offenen Wurst- und Käsepackungen. Hier ist all das, was geschlossen ist. Und auch noch eine Schokolade. Übrigens habe ich die Radieschen aus dem Garten ebenfalls hierher gepackt. Denn da unten ist kein Platz mehr. Ich zeige euch das gleich. Hier haben wir die ganzen Joghurt- und Molkeprodukte und auch so ein bisschen von meiner Fischpaste. Und da haben wir so ein paar Gläschen, saure Gurken. Und Alex hat dann noch so sein scharfes Zeug. Dann hat er noch die Wassermelone geschnitten. Sowas machen wir ganz gerne. Dann ist es nämlich schon griffbereit. Ich brauche nur rausholen, den Kindern auf den Teller zu legen und das war's schon. Dann haben wir hier noch Reste vom Plov und die Nudeln mit der Soße, die ich heute gemacht habe. Das Gemüsefach ist hier wieder voll. Das sah gerade ein bisschen verschimmelt aus, ist es aber nicht. Es ist nur so ein bisschen wabbelig. Da sind die Tomaten, die Möhren, Paprika, Zitrone und Gurke. Und hier drin haben wir die Äpfel und die Birnen. Wie gesagt, überall habe ich Salz reingelegt. Keine Ahnung, ob das bei den Früchten sein musste. Ich habe es trotzdem mal gemacht. Bin gespannt, aber ich bin froh, dass es jetzt hier voll ist. Und hier an der Seite haben wir auch noch so ein paar Sachen, so ein paar Kekse, Salzstangen, sonstiges. Das habe ich alles hier drin gelassen. Das sind nämlich Sachen, an die die Kinder nicht gehen dürfen. Alles, was in der Vorratskammer ist, dürfen sie benutzen und dürfen sie aufessen. Das hier allerdings nicht, denn ich warte dann immer, wenn irgendwas leer ist, dann hole ich die nächsten Sachen ran. Dann brauchen wir nämlich nicht viel kaufen. Heute zum Beispiel haben wir auch nur eine Chipspackung gekauft und sonst nichts Süßes mehr. So haben wir nämlich einen besseren Überblick. Und ja, also die Ecke ist nicht schön, aber ihr wisst ja, ich arbeite dran. So, und heute verabschiede ich mich aus der Küche, denn der Roboter ist gerade im Wohnzimmer. Und auch wenn er nicht super laut ist, trotzdem glaube ich, dass die Kamera das mit auffängt. Und deswegen sage ich euch an dieser Stelle tschüss, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!